Streamen für den guten Zweck. Egal ob Internetgrößen wie LeFloid oder Gronkh, viele nutzen ihre Reichweite, um Spenden für gemeinnützige Organisationen zu sammeln. Dabei kommen Millionen zusammen. Aber warum streamen die Organisationen eigentlich nicht selbst? Genau diesen Schritt ist Markus Grimm jetzt mit dem Marienkäfer gegangen. Für mich war ganz wichtig, dass man irgendwie zeigt, wie kann man den Menschen, die einem Geld anvertrauen, wie kann man denen zeigen, was mit dem Geld passiert. Gemeinsam mit seinem Team versorgt Markus zweimal die Woche Obdachlose in München und streamt die Fahrten sowie das Kochen am Vorabend auf Twitch. Irgendwie wollten wir was machen, was gut ist, also irgendwas zurückgeben. Und so sind wir dann damals mit einem Vito noch gefahren, eine Suppe verteilen. Was halt an der dritten Haltestelle war, die Suppe halt nicht mehr warm, sie war halt lauwarm, sie war kalt, der Tee war dann schon kalt. Und so sind wir irgendwie, meine Frau, Missverständnis, kaufen Bus. Bus ist natürlich so ein Bus, sie meint den Sprinterbus. Es war am Ende den Linienbus geworden. Man hat das dann aber irgendwie durchgezogen und eine Küche reingebaut und das Regal halt hinten. Und so ist es dann zu dem Projekt gekommen. Um helfen zu können, braucht es aber erstmal einiges an Vorbereitung. Sachspenden wie Kleidung oder Hygieneartikel müssen sortiert und das Essen gekocht werden. Dabei arbeiten alle der aktuell rund 30 Helfer ehrenamtlich. Das ist ein echtes Herzblut von mir und alles, was nach meiner Arbeitszeit ist, stecke ich in den Marienkäfer. Also ich habe täglich, ich glaube, 2-3 Stunden Schlaf. Diana leitet unter anderem die Küchencrew und freut sich genau wie Markus immer über Unterstützung. Also packe auch ich mit an. Doch noch interessanter sind die anderen Helfer vor Ort. Die streamen nämlich normalerweise selbst. Das, was man hier direkt macht, nimmt man quasi live mit. Also du hast direkt, bist an den Menschen dran, du kannst was machen. Und das ist für mich viel schöner, als es nur zu beobachten quasi. Ich habe während meines Studiums ehrenamtlich komplett durchgearbeitet in der Studentenorganisation. Und das dann zu verbinden mit einer Fähigkeit, die ich auch so gerne mag, also das Streamen, das zusammenzubringen, zu kombinieren, das war einfach total charmant. Dass das halt was ist für die Gemeinschaft und für die Bedürftigen, das unterstütze ich gerne. Verena und Melanie kommen selbst aus München und helfen gelegentlich in den Streams mit. Anton fährt allerdings regelmäßig von Berlin nach München, um zu helfen. Übernachten tut er während seines Aufenthalts im Hauptquartier. Hier gibt es extra Zimmer für Helfer. Auch für Zuschauer wie Björn, die das Projekt unterstützen wollen. Wo hast du sowas? Wo gibt's so eine Begegnungsstätte, dass du deinen Streamer hier treffen kannst? Einer der bekanntesten Unterstützer war hier allerdings noch nicht anzutreffen. Das Tanzverbot ist halt jemand, der das im Hintergrund halt echt, er mag da nicht drüber reden, aber es ist halt jemand, der es im Hintergrund echt extrem supportet. Tanzverbot ist aber nicht der einzige, der in den Streams nicht zu sehen ist. Die Obdachlosen selbst werden auch nicht gezeigt. Ich finde einfach, die haben genug durchgemacht. Das müssen wir einfach nicht noch zeigen. Also es gibt ja generell viele Vereine, die, ja, wir wissen auch, wenn wir das zeigen würden, würden wahrscheinlich 100 Leute mehr spenden, weil mit der Not anderer lässt sich halt leicht Spenden sammeln. Aktuell kommen pro Monat 10.000 bis 15.000 Euro Spenden durch Donations und Subs auf Twitch zusammen. Rund 400 Leute verfolgen im Schnitt gleichzeitig den Stream, womit der Marienkäfer Live derzeit sogar auf Platz 15 des deutschen Twitch-Subcounters landet. Und eigene Memes gibt es natürlich auch schon. Fühle ich, Rechnung kommt. Das gibt halt viele Sachen, die halt eben immer im Zusammenhang mit dem Bus und immer im Zusammenhang mit dem Projekt stehen. Der Stream und insbesondere der Chat ist für das Projekt ein essentieller Bestandteil. Sie sind der Marienkäfer, die uns unterstützen und helfen, weil sonst wird es dem Marienkäfer so nicht mehr geben. Menschen, die auf die Hilfe von gemeinnützigen Organisationen wie den Marienkäferbus angewiesen sind, gibt es aber eine ganze Menge. Ich habe zwar eine Arbeit, aber weil alles so teuer ist, jetzt muss ich momentan hier noch hingehen. Doch nicht nur die Versorgung mit materiellen Gegenständen schätzen die Leute am Marienkäfer. Die Menschen, man kann über alles reden. Die Herzlichkeit. Diana, die habe ich kennengelernt. Ich mag sie immer. Der Marienkäfer und die Helfer bieten den Menschen eben mehr als Essen, Trinken, Kleidung und Hygieneartikel. Sie schenken ihnen Zeit und Aufmerksamkeit und überzeugen damit nicht nur im Stream, sondern auch im echten Leben auf der Straße. Manchmal braucht es einfach nur jemanden, der zuhört.